Was für ein unglaubliches Wochenende hier in Hockenheim. Echt, da war ja alles dabei. Wahnsinn. Und erstmal ganz toll zu sehen, wie zahlreich ihr gekommen seid. Ja, 70.000 Zuschauer, volles Haus, mega Stimmung, ganz, ganz toll. Aber dann natürlich jetzt zum Renngeschehen. Sebastian Mann, der hat alles perfekt gemacht, hatte alles in der Hand und hat es dann komplett weggeworfen. Ja, ganz alleine. Natürlich war es schwierig, hat ein bisschen geregnet und so. Aber er hatte auch Platz nach hinten. Ja, er hätte ein bisschen mehr rausnehmen können. Und dann haut er das Ding raus in die Wand, ganz alleine. Das sind mit die dunkelsten Momente überhaupt, auch in seiner Karriere, würde ich mal sagen. Ja, also der hat echt einen Hockenheim-Fluch auf sich liegen, der hat ja noch nie gewonnen. Und also echt heftig. Mal sehen, wie er sich da wieder hochrappelt von der Enttäuschung. So viele Punkte weggeworfen, auch in der Meisterschaft. Und dann gibt es das komplette Gegenteil, der Lewis. Mit dem muss man immer rechnen, ja? Der kommt immer zurück, das ist garantiert, egal wo er ist, und das hat er auch wieder heute gezeigt. Der war im Niemandsland, hat sich nach vorne gekämpft, mit Kampfgeist, alles richtig gemacht, war sauschnell. Und dann natürlich hat er noch ein bisschen Hilfe gehabt vom Regen und so und hat das Ding nach Hause gefahren. Ja? Wahnsinn, Riesenleistung, mit seinem Frontflügel hier, was ihn zum Sieg getragen hat. Und ja, gigantisch. War natürlich spannend, aus deutscher Sicht eine Katastrophe, besonders nach der Fußball-WM. Nochmal so eine riesen Enttäuschung, das ist echt heftig. Irgendwann muss es aus deutscher Sicht auch mal wieder abgehen hier, obwohl man kann ja natürlich die Mercedes-Seite auch noch sehen, aber die meisten Deutschen sind natürlich für Sebastian, weil es auf die Fahrer fokussiert wird. Das war's. Ja. Ich glaube, es bleibt spannend. Es kann weiter so gehen. Ja. Ich denke, das wird immer weiter hoch und runter gehen. Also für uns Zuschauer sensationell. Man weiß nie, wer gewinnen wird. Und Ferrari hat halt einen mega Motorleistungsvorsprung jetzt momentan. Die haben mehr Batterieleistung. Ja. 20% mehr Leistung holen die raus aus der Batterie momentan. Und das ist von der FIA geregelt, also limitiert. Also man versteht nicht so wirklich, wie das überhaupt möglich ist, weil eigentlich ist es nicht möglich, ja, wegen der Regel. Aber irgendwie haben die es geschafft, da was ganz Cleveres zu machen und haben da riesen extra Motorleistung. Bis zu 15 Sekunde pro Runde im Qualifying war das. Nur an Motorleistung über Mercedes. Und Mercedes hatte immer den Mega-Motor. Ja? Mercedes war absolut vorne von Motorleistung. Also das ist schon unglaublich, was Ferrari da gemacht hat. Deswegen sind die auch momentan das beste Auto. Bleibt spannend, wie gesagt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Rennen zuschauen. Ich hoffe, viele von euch haben RTL geguckt. Und bitte auch einschalten auf meinem YouTube. Bald kommt mein erstes Race-Vlog. Da werdet ihr auch viele von den RTL, Behind-the-Scenes kriegen und so. Und viele witzige, coole Leute werden da auch sprechen. Das wird Spaß machen. Also bitte einschalten hier auf meinem neuen Kanal, auf meinem deutschen YouTube-Kanal. Ich hoffe, ihr werdet da zahlreich auch einklicken. Das wäre cool. Und dann sagt mir auch, was ihr meint in den Kommentaren. Ich werde euch antworten. Danke, ciao, bis zum nächsten Mal.